Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Wir haben intensive Tage, auch Wochen vorher, hinter uns. Aber wir haben auch sehr interessante Tage hinter uns. Ich begrüße ganz herzlich neu als unser Cheftrainer Tomislav Sipic. Und übergebe das Wort. Eines der dominanten Themen selbstverständlich in der Raiffeisen Super League. Was bei GC die Woche ist, passiert sicher das Thema in der nächsten halben Stunde hier bei uns. Grüß euch miteinander, willkommen beim Teleclub. Was liegt zwischen einer wahrscheinlich viel zu langen Arbeitswoche und dem Fußballwochenende? Es ist selbstverständlich die Sendung Kickoff, wo wir eine Vorschau machen auf die nächste Runde von der Raiffeisen Super League, wo wir alle Spiele probieren zu besprechen, wo wir ein bisschen Fokus rauslegen und wo wir die Themen rauspicken wollen, die uns unter den Nägeln brennen. Und nicht nur uns, hoffentlich, sondern auch euch hier draußen an den Bildschirmen. Ich begrüße ganz herzlich meine beiden Gäste, die wir über die Match reden. Der Benjamin Lütti, willkommen Benjamin. Und der Philipp Montano. Mann, GC hat einen neuen Trainer gesucht. Bei wem hat das Telefon geläutet diese Woche? Ich habe keine Lizenz. Mir sicher nicht. Weil bei seinem Staff einen hat langsam. Philipp, wie sieht es bei dir aus? Nein, ich bin bei der gleichen Situation wie er. Mit dem C-Diplom bin ich glaube, noch nicht ausgestattet, dass ich einen Super League-Verein übernehmen könnte. Also, keiner von uns drinnen prädestiniert, diesen Job zu übernehmen. Schauen wir uns mal an, wie gespielt wird. Das Wochenende, die 24. Runde von der Raiffeisen Super League. Zwei Matches am Samstag. Der Grasshopper-Club Zürich also mit einem neuen Trainer gegen angeschossene Meister gegen BSC IB. Xamax will das Jokerspiel nutzen gegen Sio zum GC distanzieren. Dann gehen wir ins Tessin am Sonntag. Da spielt man gegen Basel, der super in Fahrt ist im Moment. Der FC Thun will die Charte auswetzen vom letzten Wochenende, das weiss ich machen, gegen FC Zürich. Und der FC Luzern ist ich glaube, euphorisiert nach dem Cup-Sieg gegen IB. Sie spielen daheim gegen FC St. Gallen. Alle Spiele selbstverständlich bei uns im Teleclub, wo ihr das schauen könnt. Alle Spiele selbstverständlich auch per Einzelabruf. Reden wir über den Grasshopper Club nach der Entlassung vom Sportchef und vom Trainer. Wir können lesen, Felix Magat, Jupp Heynckes. Jetzt ist er da, der neue Trainer, der Tomislav Stipic. Mir ist so gegangen, Tomislav, wer? Philipp? Hast du ihn gekannt? Nein. Ich muss ganz ehrlich sein, ich verfolge den Fußball, man kennt den Fußball, man kennt viele Namen, aber ganz ehrlich, unbekannt. Ja, mir genau war ein das Abbild von GC. Man redet zuerst von grossen Sachen, ja, der Rekordmeister, und dann kommt jemand raus, wo man nicht genau weiss, woher man es tun soll. Und jetzt muss man dem ein bisschen Zeit geben, aber man hat eigentlich keine Zeit. Spielt's denn, eines der Hauptargumente war, der kennt die Meisterschaft nicht, der kennt die Schweiz nicht. Ist das nötig? Macht es für dich als Spieler einen Unterschied? Kommt einer gerade, ob er die Liga kennt oder nicht? Ich finde, es ist ein wichtiges Argument. Ja. Weil schlussendlich musst du auch die Spieler kennen. Du musst nicht nur die Liga kennen, was für Gegebenheiten es sind. Weil jedes Land bringt ein bisschen etwas anderes mit. Aber vor allem, dass du die Spieler kennst, dass du die Charaktere kennst. Du kommst in eine Mannschaft rein, die 4, 25 Spieler hat, die du nicht kennst, weder charakterlich noch fußballerisch, wie auch der Verein aufgestellt ist. Und du kommst dort rein. Für mich ein Nachteil. Ja, für mich auch. Du kennst den ganzen Rahmen. Ich habe die Spieler ist das eine, aber auch die Medien. Wie gehe ich mit den Medien um? Wie sind die Leute irgendwie drauf im Verein? Man kommt völlig in eine neue Situation. Das kann ja mal okay sein, aber jetzt ist man wirklich, einfach, hat man eigentlich ein Feuerwehrmann gebraucht. Und dann müsste ich eigentlich nachgewöhnen und keine Zeit für das. Hankerum ist ja ein Staff, vielleicht, der die Liga kennt. Ist das zu wenig? Ja, vom Staff hast du auch den einen oder anderen, der musste gehen in dem Zug von den Entlassungen. Und dementsprechend hast du dort auch nicht mehr so viel Know-how, wo jetzt das Ganze eigentlich in- und auswendig kennt. Es gibt viele Vereine, wo der Staff in dem Sinn wirklich seit Jahren vorhanden ist. Und dann wird der Cheftrainer ausgewechselt. Und das ist bei GC jetzt im Fall auch nicht der Fall. Wenn man dann, du sagst, dass man ihm natürlich Zeit geben muss. Und wenn man im Abstiegskampf ist, hat man die Zeit erstens nicht. Und zweitens hat dann, der Grasshopper Club Zürich gesagt, wir haben einen wollen, der Erfahrung hat im Abstiegskampf. Das ist ja gut und recht, aber er hat sich nachgeschoben. Er war zweimal im Abstiegskampf, zweimal ist abgestiegen mit Erzgebirge Aue und mit den Stuttgarter Kickers. Ist dann in der Wahrnehmung. Das ist wie solche Pressekonferenz. Das ist eine unglückliche Kommunikation, finde ich. Wenn man schon Wert legt auf den Abstiegskampf beim Fokus Trainer und dann aus der Acht, dass er zweimal abgestiegen ist, dann greift der PR-Gag nicht. Also, das heißt, gescheiter nichts? Das heißt, gescheiter nichts. Das heißt, etwas anderes, aber nicht Abstiegskampferfahrung. Zweimal Abstiegskampferfahrung mit Abstieg ist wie.
Das, gut, dann weißt du, ja, wenn du abstiegst, weißt du schon, was die Fans zu den Medien sagen. Ja, das sind so ein gesuchte Floskeln. Also, ich habe das Gefühl, das ist alles ein gesucht. Oder? Man ist nicht 100% überzogen von dieser Lösung. Ist jetzt ein bisschen böse gesagt von mir. Aber musst du es auch sagen? Muss es wie sagen? Nein, wir sind im Abstiegskampf von einem Code, der das kann. Vielleicht wäre es noch mal erfrischend mutig, einfach eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag zu legen und nicht einfach das grosse Bild zu leben, sondern einfach so demütig zu leben. Das wäre noch mal etwas. Viele Schweizer Trainer sagen natürlich oder denken sich auch, puh, wir haben auch Trainer im Land. Also, ich denke an einen Jeff Saibene, der deine Mannschaft vor dem Abstieg gerettet hat. Jakobacci, der einen sehr guten Job gemacht hat, der Feuer hat, das ist so eine Krieger in der Seitenlinie. Seid ihr überrascht, dass es kein Schweizer ist? Ja. Oder will es kein Schweizer machen? Ja, das ist vielleicht die andere Variante, die wir vielleicht diskutiert haben schon im Vorfeld. Wir kennen die Situation, als Schweizer Trainer kennst du die Situation von GC. Und du weißt, dass es wirklich eine schwierige Komponente ist momentan, wie das Ganze aufgestellt ist. Ich denke, viele sind sicher auch abgeschreckt gewesen von dem. Und nichtsdestotrotz hätte ich mir gewünscht, dass jetzt gerade für GC in dem Zug in, dass man sagt, okay, wir müssen etwas probieren, etwas Neues machen, dass man vielleicht einem jungen, dynamischen Schweizer Trainer die Möglichkeit gegeben hätte, um sich zu präsentieren, aber um auch die Mannschaft, die man kennt, in dem Sinn, kann noch mal einen Schub geben und auch mit einer Motivation, mit einer Kraft könnte da noch sagen, jetzt reissen wir das noch mal und das Feuer reinbringt. Wir haben heute Mittag Gelegenheit gehabt, mit dem neuen GC-Trainer zu reden und wir haben ihn gefragt, was wollt ihr jetzt als erstes machen mit dem Grasshopper Club Zürich, mit dieser Mannschaft? Wir wollen einfach zusammenrücken. Ja, wir wollen die Abstände in der Truppe geringer werden lassen. Wir wollen mehr Nähe aufbauen, wir wollen mehr Emotionen machen. Wir wollen einfach uns wappnen auf die schwierige Zeit, die bevorsteht. Und wir wollen uns bewaffnen und wir sind gerade dabei und legen los. Was wollt ihr anders sagen? Wir wollen. Sie müssen. Ja, genau. Sie müssen nur wollen, sie müssen handeln. Und das ist, Ist das Risiko mit so einem No-Name, ich sage es ein bisschen böse, grösser für den Grasshopper Club Zürich abzusteigen? Spielt es keine Rolle? Ist es wie schon das Alibi? Ja, was hat er denn sonst erwartet? Ist es all in? Überhaupt nicht. Eigentlich. Es geht weiter, so wie es bisher war. Und, die Fans verzweifeln, glaube ich, alle Leute verzweifeln, weil sie nichts Greifbares haben. Eben, ein Schweizer Trainer wäre etwas Greifbares gewesen, wo man etwas hat können. Ja. Rausgespürt, aber so ist man weiter weg. Und die Nähe, die jetzt der Trainer anspricht, ist überhaupt nicht da. Das ist das, was fehlt, oder? Das Greifbare vom Verein. Wir haben uns überlegt, wenn man einen Sportchef hat, so einen richtigen Sportchef, ausgestattet mit allen Kompetenzen, Philipp, hast du das Gefühl, wäre der Entscheid auf den Stipic gefallen? Nein. Also, Böse hat gewarnt? Nein, die Mechanismen vom Fußball laufen. Also, das ist für mich ein Paradebeispiel, dass die Agenten sehr viel Macht haben. Seien wir mal ehrlich, in der Schweiz, in der Fußballschweiz, kennen wir den Namen nicht. Also muss ja der irgendwo angetragen worden sein, sprich durch einen Agent. Und da sehen wir einfach wieder die Macht, die die Agenten einfach in der Schweiz haben oder allgemein im Fußball haben. Und wenn man einen Sportchef hat, der eine klare Linie hat, ein klares Konzept hat und sagt, ich will in die Richtung, ich suche einen Trainer, der so ist, oder das Format eigentlich erfüllt, das ich jetzt gerade in dem Moment brauche, dann glaube ich, wäre ein anderer Trainer da. Gut, der Grasshopper Club sagt, wir haben den im Blick gehabt, wir haben den wollen. Muss natürlich auch sagen, und haben genau das Anforderungsprofil, das sie gesucht haben. Ist selbstverständlich auch klar. Auf jeden Fall wartet jetzt der Meister, der BSC IB, auf Stipic und auf seine Mannschaft. Und wir haben heute Mittag gefragt, so taktisch Trainer, wisst ihr etwa, wie spielen? Boah, das weiß ich doch heute noch nicht. Also, heute ist Freitag und morgen spielen 19 Uhr. Ich weiß 95% so ein bisschen in etwa, wie ich spielen möchte, aber kann noch so viel passieren. Ja, Taktik ist zweitrangig. Wir wollen das Spiel annehmen und dann auch irgendwo auch genießen. Ist natürlich nicht der Lotto 6er, der gegen Meister muss laufen, der diese Woche im Göpp ausgeschieden ist gegen FC Luzern. Jetzt müssen wir sagen, bei Falschschlägen. Für mich ist das Göpp alles nicht ganz überraschend nach den Matchen Lugano und Sio mit dem. Früher haben wir gesehen, Basel-Dusel in der Nachspielzeit mit diesen Siegen. Ja, in dieser Heftigkeit ist es sicher sehr überraschend gekommen. Gleich muss ich sagen, ich habe immer irgendwie den Rang gefunden. Und ist jetzt der erste Test auch für die Mannschaft, für den Trainer vor allem auch. Wie geht man mit einer neuen Situation? Ja, jetzt hat man wie eigentlich nichts mehr, wo man vor der Tür hat, wo man noch anpeilen könnte, wo Meister ist, aus meiner Sicht eigentlich schon fast. Und das ist schon sehr enttäuschend. Jetzt muss man schauen, wie man da auftritt. Ja.
Ich glaube fast, der ganze Zorn vom BSC IB wird der Grasshopper Club Zürich mit voller Wucht treffen. Warum sage ich das? Weil nach dem Spiel hat man gemerkt, die Spieler und der Trainerstaff von IB die sind aber so richtig sauer. Nach dieser Göppschmach, wenn ich so sagen kann, sind wir sicher uns allen und unseren Fans wieder etwas schuldig und müssen sicher wieder einen Gang zulegen. Also ich glaube, nach so einem Match sowieso braucht es eine Reaktion von der Mannschaft. Das haben die Fans verdient, die uns immer unterstützen. Das lassen wir sicher nicht auf uns sitzen. So. Jeder Trainer hat immer die Aufgabe, die Mannschaft weiterzuentwickeln, die Spannung hochzuhalten. In 3 Tagen ist schon das nächste Spiel, also viel Zeit bleibt uns nicht, um nachzutrauen. Sagen die Protagonisten vom BSC IB, der Göpp hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert, wo man letztes Jahr, ja, wie will man sagen, nach all den Meisterfeierlichkeiten mit ein paar Promille im Boot, man hat ihn ein bisschen verschenkt. Das ist richtig, ja. Und ich glaube, nach der Konstellation, wie die Saison jetzt verlaufen ist, mit dem Meistertitel kann man so gut wie rechnen, ist das, glaube ich, ein sehr wichtiges Ziel gewesen, das sie jetzt vor allem in der Rückrunde noch erreichen wollen. Und sie sind auch gefressen. Und du kannst es nicht korrigieren, wenn du die Meisterschaft verlierst. Dann sagt man also schön, ja, 3 Tage später oder eine Woche später kannst du es korrigieren. Aber da ist alles die Maus. Du kannst kurzfristig kompensieren, das Gefühl, aber längerfristig ist es halt schon ein bisschen blöd. Einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, du bist nicht mehr vor der Tür. Du musst Spannung hochhalten, obwohl es gibt nichts, was Spannung auslöst. Auf dem her, das ist sehr anspruchsvoll für einen Trainer und für einen Verein. Aus der Mannschaft gehört man die Spannung sei hoch, auch in den Trainings. Trotzdem, als man Verletzte hat, dass vielleicht der Konkurrenzkampf nicht so ist, wie man sich den erwünscht. Ich habe das Gefühl, jetzt bei GC, wenn du so richtig angefressen bist als Mannschaft, fahren die dort jetzt einfach drüber? Also ganz ehrlich, die Niederlage gegen Luzern spielt GC definitiv nicht in die Karte. Weil, ich habe das Gefühl, die Mannschaft brennt und die Mannschaft hat einen Hunger. Und die sind angefressen, wie ich gesagt habe. Und ich habe das Gefühl, die werden auf den Platz kommen. Und so leid, dass man tut für GC. Also, da wird nichts holen sein am Wochenende. Waro, der immer noch fehlt, Loper, der fraglich ist, Benito, wenn man gehört, der fraglich sein kann, Babu, den man nicht weiss, ob er spielt, Suleimani, der wieder ausfällt, spielt es eine Rolle? Aber es geht ja um nichts mehr. Also, und sie sind so gut besetzt. So geht es länger, wird es länger, weil die Substanz auf der Drangseite ist nicht allzu groß. Wenn jetzt dort ein neuer Trainer kommt und es wäre eine gute Substanz da von der Mannschaft, hätte ich vielleicht Angst, aber da können relativ viele Spieler ausfallen und es reicht immer noch für IB. Xamax gespielt haben gegen FC Sion. Jetzt bei Xamax war das grosse Thema gegen die Ex-Club. Man war einmal mehr und verliert mit 0-3. Kann man es so einfach zusammenfassen? Ist das einfach zu wenig gewesen? Oder überschätzen wir Journalisten ein bisschen den Fakt, einmal mehr, da musst du kügeln? Ja, man hat immer so das Gefühl, okay, jetzt ist man einmal mehr. Auch als Spieler, wenn du auf dem Platz bist, ja, jetzt läuft es mit ein bisschen Geduld. Die nehmen wir auseinander. Wenn du in der ersten Halbzeit über die Halbzeit bist, mit einem Mal mehr unterwegs, Geduld haben. Und dementsprechend ist es irgendwo durch im Unterbewusstsein von jedem Spieler, macht sich etwas. Man macht einen Schritt weniger. Wir haben ja Zeit, Geduld und alles. Man verschleppt ein Spiel. Und dann geht es relativ schnell. Und dann hast du noch einen Gegner, der die Heime spielt, der in dem Sinn unberechenbar ist, der schnelle Spieler in der eigenen Reihe hat. Ja, und dann kommst du 1-gegen-Goal über. Und dann oder ist Xamax dort einfach zu wenig weit noch? Weil sie natürlich auch fast nie in dieser Situation sind. Also, in meiner Karriere habe ich einmal von einem Trainer proaktiv gehört, was es auslöst, wenn man einer mehr ist und man so trainiert. Aber das, in so einer Situation hat man es nicht trainiert. Das ist auch ein Abstiegskampf, wo man dann plötzlich ein Spiel machen muss. Plötzlich ist ein Spiel komplett anders als die ganze Saison. Man muss ein Spiel machen. Hat man als Mannschaft überhaupt keine Chance und läuft in Konter rein. Das ist fast automatisch. Ja, und schlussendlich muss man auch sagen, die Mannschaft ist nicht geschaffen, Neubau ist nicht geschaffen, in einer Super League müssen ein Spiel zu machen. Also von der Qualität her. Sie sind eher mit dem Anschau und Trainer, der eher defensiv orientiert ist. Und dementsprechend sind sie sich das gar nicht gewöhnt und auch nicht in der Lage. Aber ich wage fast zu behaupten, es ist eine machbare Aufgabe. Es ist auch in Neuburg, schaut man das auch als Joker-Spiel, wie GC sollte verlieren. Sio ist eben auch nicht unbedingt die Stabilität in Person. 5 Spiele, 5 Punkte, 9 Gegengoal, seit 4 Spielen hat man nicht mehr gewonnen. Das ist eine machbare Aufgabe. Sio ist alles andere als unwiderstehlich. Ja, vor allem daheim. Also, eben, Sio ist immer so ein Wunderdeut, immer noch. Ich habe das Gefühl, es fehlt nicht mehr so viel, für diese gewisse Konstanz herzustellen. Weil da die Konstellation zwischen dem Verein und dem Trainer gut ist. Aber ich glaube, das ist schon eine Chance für Xamax. Also, da haben sie schon gute Chance auf 3 Punkte. Der Jakin sagt, wenn ich so ein grosses Kader habe, dann muss ich ein bisschen durchwechseln. Wenn einer einen Fehler macht, den ich nicht akzeptieren kann, ich habe ja genug Spieler, die ich bringen kann. Und Hankam sagen wir Spieler und Trainer immer wieder, du musst einen Stammelf haben. Kannst du es nachvollziehen, dass er immer wieder so viel wechselt?
Ich bin kein Fan von vielen Wechseln. Ich bin vor allem, ich sage immer. Du immer hast gespielt, natürlich. Meistens. Nein, es ist ja so, eine erfolgreiche Mannschaft hat seine Eckpfeiler. Und das ist meistens die Achse, die steht. Punktuell fällt immer wieder mal ein, durch Verletzungen oder Sperren fällt immer wieder mal aus. Aber die Achse muss zu 90% muss die geben, in einer Mannschaft geben. Und nur so kannst du erfolgreich sein. Man kennt sich, man kennt die Abläufe, man weiß, wie ein Trainer funktioniert. Und punktuell kannst du immer mal wechseln. Und das kannst du machen, aber nicht im zu grossen Stil. Ich habe das Gefühl, der Jacken ist sicher hockt er im Sattel. Und wenn man ihn hört reden, über einen Präsidenten, über einen CC, dann muss man sagen, es muss Liebe sein. Wir kennen uns oder respektieren uns schon seit längerer Zeit. Also wir sind beide lange im Fußballgeschäft dabei. Und wenn wir uns begegnet sind, denke ich, haben wir uns sofort verstanden. Auch wenn das nicht über die Kommunikation war, aber ich denke, jederzeit respektieren wir uns, denke ich, sicher auch meine Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Er liebt den Fußball, er lebt für den Fußball und ich denke auch, er ist ein Familienmensch, der sehr gerne seine Leute pflegt und auch unterstützt. Hey Freund, hat der Muri jemals in dieser Tonlage so einen tiefen Schmack gesehen? Harmonie im Wallis. Das ist Harmonie pur. Ja, das ist Harmonie pur. Also Muri habe ich noch nicht so oft so gehört. Und vor allem auch mit dem Präsidenten. Ich habe noch nie ihn so gesehen, mit dieser Nähe zu einem Trainer. Und das ist wirklich zu allen anderen Trainern, die bis jetzt waren, ein Unterschied. Man hat das Gefühl, er hat viel mehr Respekt vor dem Trainer als vor anderen Trainern gehabt. Aber das Resultat spreche ich für den Jacken. Also, sein Vorgänger, der Jacobacci, hat den besseren Punktenschnitt. Wie lange geht es noch gut? Also der Totemann entscheidet hier trotz aller Liebe, wenn er die nächsten 3-4 Matches verliert. Ja, er wird schlussendlich auch das Resultat gemessen. Auch ein Murat Yakin, wenn er sagt, das ist der beste Trainer und sein absoluter Wunschkandidat. Mit wem hat er einen Vergleich? Mit dem Ancelotti? Ist möglich. Sagt der Ancelotti von Schweiz. Ja, auf jeden Fall. Auch dort. Und jetzt, aber ganz ehrlich, müssen wir schon auch sagen, also jetzt sind sie in ihrem Wettbewerb sind sie ausgeschieden, auch wenn sie unglücklich waren, sind sie ausgeschieden. Also, normalerweise hat der Constantin in solchen Situationen schon relativ schnell reagiert. Und, aber anscheinend scheint es zu funktionieren, scheint es zu matchen und das Vertrauen gegenseitig ist vorhanden. Ausser eben, man ist verliebt in den Trainer, oder? Dann geht es wahrscheinlich gut. So, Luzern gegen FC St. Gallen. Luzern hat das Gefühl, so, der Happy Goal hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also, wenn du noch IB dermassen rauskommst mit einem wahnsinnig attraktiven Spiel, mit einer Spielweise, die gefackt hat. Was hat er dort gemacht mit dieser Mannschaft? Ich glaube, ganz einfach. Er ist sehr authentisch übergekommen. Das haben wir jetzt am Spiel gegen IB gesehen. Sehr authentisch. Er ist mitgegangen, er hat gelebt. Er hat das Feuer in die Mannschaft hineingebracht. Und wenn man das Spiel gesehen hat, jede Aktion, es war Tempo drin. Es ist nicht so ein Abwarten, so ein Träg, sondern sie haben wirklich in ihren Aktionen haben das Tempo drin. Sie haben gut kombiniert miteinander, sie waren erfolgreich, es war eine Dynamik da. Und das hat er von außen mitgelebt. Also, ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich ihn gesehen habe, jubeln draußen. Ich durfte noch ein paar Jahre erleben als Spieler. Er hat selten so gejubelt, wenn er einen Rahmen gemacht hat, wie der Seitenlinie. Das ist unglaublich. Er ist wirklich wunderbar. Sie hat das Gefühl, der ganze Fan ist ein gelöst. Es war wie so eine Anspannung die ganze Zeit, die Kommunikation vom Alter. Der Trainer war ganz anders und hat sich wirklich auch gelöst. Der Häbli hat einen grossen Druck, das ist die erste grosse Aufgabe für ihn. Und in so einem Match so einen Erfolg zu feiern, das ist für alle, ich glaube, eine riesige Erleichterung. Und von dem her sieht man so Bilder und das ist wunderbar. Selbstverständlich auch eine Erleichterung für die Spieler, wo wir ein bisschen probieren, den Puls zu spüren, was eben der Häbli auch anders hat gemacht oder neu macht. Ja, neue Trainer gibt natürlich immer auch ein bisschen neuen Impuls, das ist klar. Man stellt sich ein bisschen anders ein, es sind gewisse Sachen, die verändert werden. Und manchmal funktionieren Sachen, man kann sie sich auch nicht erklären. Es ist ja nicht so, dass wir vorher ins Spiel gegangen sind und die Vorgaben nicht umsetzen wollten. Es ist einfach uns nicht so gut gelungen, wie das jetzt in dem ersten Spiel unter Thomas Häberli war. Er ist voller Energie dabei, er zieht uns mit, er lebt es vor, er schafft es uns zu glauben, dass wir IB bezwingen können. Und das geht über die ganze Mannschaft, das sprießt über. Und von dem her hat jeder heute daran geglaubt, weil ohne dass du daran glaubst, kannst du gegen IB nicht gewinnen. Böse Zungen munkeln, der Häbi macht das, was der Weiler nicht gemacht hat. Er sagt ihnen, wie gut dass sie sind. Und der Weiler ist vielleicht eher der Typ, der sagt, hey, Flock, was hast du wieder gemacht? Übrigens, schau da schnell, wenn wir schon darüber reden. Wir sehen, glaube ich, noch den Triubel vom Häbi. Also,
Benjamin, du kennst noch sehr gut. Oh, es ist einfach geil, Lexus, für Ausdruck. Ja, aber schau mal. Aber von dem lebt der Fußball, von dem lebt der Sport, von den Emotionen. Und es ist doch schön, haben wir so etwas Authentisches, wo das auch überträgt. Und top. Ja, und vor zwei Wochen hat noch niemand an so etwas geglaubt, an so einen Abend. Und von dem her ist es umso schön, wenn es so überraschend kommt. Nach dem GC-Spiel habe ich ihn gefragt, ob er als Fasnacht-Fan über die Fasnacht geht. Und er hat gesagt, sie gehen am Montag den Umzug schauen, zwar vom Balkon aus nur. Wir müssen sich zeigen, zusammen essen, den auswärtigen Spielern zeigen, was die Fasnacht ist. Das mich nicht jeder Trainer, Philipp. Zwei Tage vor so einem kapitalen Cup-Spiel an die Fasnacht gehen. Das ist ja so. Das ist super, oder? Aber wenn es gut kommt, ist es super. Ich kann gerne sagen, also, es hätte mir schlussendlich recht gegeben, wenn sie 4-0 verloren hätten und einen Stiefel zusammengespielt hätten. Dann hätte er wieder auf ihn eingeschlagen und gesagt, ja, es funktioniert nicht. Aber es hat ihm recht gegeben. Lassen wir so stehen. Ja. So, jetzt läuft vielleicht St. Gallen in die heiße Hand vom FC Luzern. St. Gallen ist so ein bisschen der, wie soll man sagen, Benjamin? Das ist so ein Tischbombe, man weiß nicht, was rauskommt. Die Wundertüfe und die auf relativ hohem Niveau, warum? Hätte ich gesagt. Weil sie sind gleich viert, mit ihrer Übergangssaison viert. Eben viele wechseln, der Trainer, der muss bei ihr ist, eben Verträge, die auslaufen, wo man nicht ganz sicher sind, eben spielen sie nicht mehr. Aber gleich eine gewisse Konstanz, ihre Unkonstanz. Von dem her, ich bin immer noch positiv, was die Mannschaft anbelangt. Und gleich, man weiss halt nie auf das Wochenende her, was kommt als nächstes. Ich bin extrem gespannt auf Jeremy Gimeno. Er hat das erste Goal geschossen. Der ist bei Servette gross geworden. Dann ist er zu Barcelona. Die Jugend ist zum Freddy Bickel auf Wien. Dort hat der neue Trainer vorab nicht mehr aufgesetzt. Und der Bickel sagt mir, das ist ein Riesenkicker. Also der, glaube ich, als er zu Barcelona ist, hat überall her können in Europa. Wie nimmst du ihn wahr? Könnte das einer sein, der so zum Publikumsliebling wird? Hat er das Zeug? Ja, das ist schwierig zu sagen. Jetzt gerade, Gut, nach dir ist der Schatten groß. Ja, das ist jetzt du gesagt. Aber es braucht ein Zeitchen, bis du dort auch anerkannt bist. Aber ganz klar, wenn du als Spieler aus einer Barcelona-Schule rauskommst, also das Zeug von Qualität, von einer Grundqualität, die du mitbringst, aber das ist nicht das Einzige. Also Mentalität, die viel mitspielt und auch gewisse... gewisses Glück, was Verletzungen anbelangt, gehört auch dazu. Aber ich sage, Grundlagen, um ein guter Spieler zu sein, hat er allemal. Mhm. Und es ist natürlich ein cleverer Transfer. Also, wenn du dort spielst, eine gewisse Rolle kannst du übernehmen. Das ist so ein Transferkonzept, das ich habe. Aber so ein Spieler, die wirklich ja, höhere Qualität haben, aber so ein ab vom Schuss waren. Und so. Und jetzt holt man die auf und gibt ihnen Vertrauen und versucht sie einzufügen in ein Gefühl, das sie langsam versuchen, wieder Achsen, die sie versuchen aufzubauen. Und das ist ein guter Plan, finde ich, wenn sie ihn umsetzen können. Doch, ich glaube daran. Thun gegen Zürich und Lugano gegen FC Basel. Thun will die Scharte auswetzen. Der Schneider gesagt, gegen Basel zu wenig mutig gespielt. Das will man gegen Zürich besser machen. Wenn Zürich wieder verliert, hat der Stuhl von Mann ja 3 oder 4 Beine? Das müssen wir Ganepa fragen. Aber Ende 3? Ja, rein sportlich gesehen, sicher wird es mal wird's andiskutiert. Aber ich bin nicht immer ein Fan, dass man immer wieder einen Trainer in Frage stellt. Wir haben gute Arbeit geleistet. Wir haben davor 25 Tage, 9 Spiele, zweimal gegen Clubs gewonnen, GC und Kriens. Ja, auf die andere Seite sagen wir, sie haben in der Vorrunde Top-Vorrunde gespielt. Mhm. Sie haben in der Europa League haben sie, für positive Furore gesorgt, was momentan nicht selbstverständlich ist bei den Schweizer Club, darf man ganz ehrlich auch sagen. Und dementsprechend, das Geschäft ist schnelllebig. Aber ich bin kein Fan, dass man jetzt alles gerade über den Haufen rührt und schon wieder einen Trainer in Frage stellt. Das ist auch der Grund, wieso man vom Vorder zum Mania gewechselt hat, weil man die Unmittelbarkeit wegbringen will. Der Vorder hat mehr Punkte als der Mania, aber der längerfristige Plan ist glaube ich, jetzt wichtiger geworden beim FCZ. Und dann wäre es schade, wenn ich bei der ersten BS sage, okay, das ist gescheitert. Da bin ich schon ein bisschen für mehr Geduld. Und Thun hat zum ersten Mal, oder Thun hat noch nie zwei Spiele, oder drei Spiele, so ist es richtig, Thun hat noch nie drei Spiele nacheinander nicht gewonnen. Zweimal, wie es jetzt der Fall ist schon passiert. Ja, ich glaube, da liegt schon etwas drin. Ja, sie wissen, wo sie müssen schrauben. Ich glaube, sie haben dort ein gutes Gefühl, eine gute Stabilität, wie man es immer sagt. Und dann wissen sie, okay, das hat nicht gestimmt, dann müssen wir dort schrauben in dieser Woche. Und dann können sie es so gut umsetzen. Ja, hoffe ich natürlich persönlich. Aber ich glaube schon, dass sie daheim dort einen grossen Vorteil haben. So, als Rauswerfer machen wir noch schnell Lugano-Basel. Das ist so der Match von der Gesperrten. Lugano, glaube ich, 4 Defensive, die sie sperren. Er hat zwar gut gespielt gegen Zürich, wie ein Abstiegskandidat muss spielen. Einfach, konter, bissig.
Aber Basel hat dermassen einen guten Lauf. Seit 7 Spielen nicht mehr verloren. Man hat das Gefühl, das ist der alte FC Basel schon wieder da. Auch für Körpersprache. Ja, halt ich noch nicht, aber sie haben eine gewisse Selbstverständlichkeit, haben sie wieder erlangt. Und dass die Spiele wieder wissen, wir gönnen sie, wir gehen auf den Platz. Wir gewinnen die Spiele und es ist nicht so eine Unsicherheit. Also sie haben die BS, die sie jetzt lange hatten, jetzt ein bisschen überwunden. Vor allem das Mentale spielt dort eine grosse Rolle, dass sie wirklich kommen. Wir reden jetzt wieder vom Stocker. Der Stocker-Effekt. Also, ja, ist es so. Er blüht wieder auf. Und das ist wichtig für so eine Mannschaft, dass wieder zwei, drei Eckpfeiler drin haben, die sich daran richten können. Und dementsprechend funktioniert das Ganze dann rundum wieder. Der Match außerdem also Sonntag Lugano gegen FC Basel. Alle Spiele bei uns im Teleclub und selbstverständlich auch per Enzo. Aber auf, merci vielmals für eure Einschätzungen. Philipp, besten Dank. Ja. Benjamin, Lüthi und ihr, besten Dank. Für dich geht es weiter heute Abend noch. Du bist nämlich noch zu Gast im Challenge League Studio, wo wir die Challenge League ein bisschen näher betrachten bei meinem Kollegen, beim Chris Augsburger. Merci Jungs, seid ihr da gewesen. Euch merci für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Bis gleich. Ciao. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.